schafft, ein ganz normales Mädel zu werden, weil sie in ihrer Kindheit zwar schön gemalt hat, aber keiner weiß, wer der Papa ist oder wer die Mama ist. Bei anderen Kindern ist das anders. Wenn die ihren Namen sagen, heißt es dann, Moment, Moment, kenne ich nicht deinen Vater. In diesem Fall kennen sie ihren Vater ganz bestimmt. Er hat nämlich Fernsehgeschichte gemacht. Der berühmte goldene Schuss ist auf untrennliche Weise mit ihm verbunden. Er war der berühmte Onkel Wunderbar. Bei ihr war er Papa Wunderbar. Hier ist die Tochter von Lou van Burg, Angie van Burg. Hallo. Na, servus. Angie. Ah, Mensch. Bist du? Muss ich meinen Kinderkalender? Ja, Mensch, wenn das der Papa noch erleben könnte, ha? Ja, leider nicht. Du bei mehr. Mir. Hm, hast, schön. Hast du denn viel von ihm? Ja, ein bisschen Talent schon, denke ich doch. Ja, ja. Hoffe ich. Und auch so ein bisschen die Beine? Hä? Nein. Nein? Aber der war genauso groß wie ich. War der so groß wie du? Ja. Das sieht man im Fernsehen gar nicht. Nein, im Fernsehen. Na, lieber, du hast ja was wie von Ribana. Du kennst du noch so die. Nee, Karl May kennst du gar nicht mehr. Kennt ihr jungen Leute ja gar nicht mehr. Ja, vom Namen doch. Ja, ja. Es waren, also, sie war ein bisschen schwärzer als du, aber auch so eine Indianerin. Also. Ihr beiden. Ja. Nee, nee, du hast doch ein bisschen was Wildes oder siehst ja. du nur ein bisschen so wild aus? Bist du eine ganz brave? Privat ja. Aber dienstlich? Wenn ich auch, ja, nicht so. Nee. Da ziehe ich einfach mal eine Show ab. Ja? Und die sieht so aus? Ja, die sieht so aus. Aha. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr, aber nicht oft. Ach, weißt du, also dann lässt du es dann, das ist einfach für dich ist auch Showgeschäft ein bisschen einfach mit allem wackeln, was man hat. Ja, Unterhaltung, das ist reine Unterhaltung für mich. Mhm. Und wo soll das hinführen? Willst du mal eine Karriere machen als Showmasterin, Showmutter? Ja, ich singe ja jetzt. Habe ja. jetzt vor kurzem eine neue deutsche Platte aufgenommen. Meine erste war ja schon in den Radio-Hitparaden und war sehr zufrieden mit. Siehste, und jetzt kommt die Fernseh-Hitparaden. Ja, und die neue Almen, Rausch und Edelweiß. Almen, Rausch und Edelweiß. Produziert von Erik Silvester und das ist eine Parodie auf Volksmusik. Ach. Aber Schlagerpop, mhm. was noch keiner macht. Ich habe neulich gesehen, den goldenen, wie heißt das, das goldene Edelweiß, glaube ich, hat der Bundesminister Töpfer hat da so Preise überreicht, war hervorragend. Und da könntest du eines Tages auch mal stehen. Nee. Nee? Anchi. Also bleib einfach ein bisschen da, weil wir, es ist ja schön zum Gucken. Ja, mhm. für Farbfernsehen ganz ja. besonders. Das ist, gell? Da freue ich mich jetzt. Passt auch wirklich schön. Diese Couch ist nämlich ganz gefährlich, wenn man was Rotes anhat. Aber Gelb ist sehr gut. Jetzt haben wir einen Herrn, du bist sozusagen noch vor dem großen Karrierestart. Er ist einer, an den wir uns alle unwahrscheinlich gerne erinnern. Wenn Sie den Namen hören, Schumacher, sagen Sie, Moment, Schumacher, Schumacher, Fußballer. Nein, er war einer der großen Tatortkommissare, der unvergessene.